Servus, grüß Gott, moin, gute. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr wisst, ist unsere Hauptaufgabe, Neues zu bringen. Vor wenigen Wochen fand ich beim Surfen im Internet die folgende Story. In Amerika ist sie äußerst populär, in Deutschland nahezu unbekannt. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Geschichte schon kanntet. So, genug gelabert, lasst uns beginnen. Taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. And avenge the sinking of HMS Bush. Berichtete das Oberkommando der Wehrmacht über den erfolgreichen Durchbruch mehrerer deutscher Seestreitkräfte durch den Kanal. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. Am 23. Januar 1943 verließ der Konvoi SG-19 den Hafen von New York mit Kurs auf eine Nachschubbasis der US Army in Narsarsuaq im Süden Grönlands. Der Geleitzug bestand aus dem Truppentransporter Dorchester sowie Handelsschiffen sowie ihrem Begleitschutz, den drei kleinen Küstenwachkuttern Comanche, Escanaba und Tampa. 10 Tage später durchfuhren die 6 Schiffe die eisigen Gewässer von Neufundland. Die Dorchester, ein früherer Küstenliner, war mit über 900 Soldaten, Männern der Handelsmarine und zivilen Arbeitern voll belegt. Ihr Kapitän Hans J. Danielson war beunruhigt und in höchster Alarmbereitschaft. Die Tampa hatte ein U-Boot mit ihrem Sonar geortet. Danielson wusste, noch bevor er die beunruhigende Information erhalten hatte, dass er sich in gefährlichen Gewässern befand. Deutsche U-Boote trieben sich ständig auf diesen lebenswichtigen Zufahrtswegen herum und hatten bisher schon einige Schiffe versenkt. Am Abend des 2. Februar 1943 war der Truppentransporter keine 250 Kilometer von seinem Zielort entfernt. Der Kapitän befahl allen Männern an Bord, in ihren Kleidern mit angelegten Schwimmwesten zu schlafen. Viele Soldaten im Bauch des Schiffes missachteten den Befehl, weil es durch die Hitze des Maschinenraums zu heiß war. Andere ignorierten ihn, weil die Schwimmwesten ihnen zu unbequem erschienen. 55 Minuten nach Mitternacht wurde der Konvoi von dem deutschen U-Boot U-223 unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Karl Jürg Wächter entdeckt. Das Boot schoss von der Wasseroberfläche ein Dreierfächer auf die Dorchester. Ein Torpedo traf die Steuerbordseite in Schiffsmitte, gerade unterhalb der Wasserlinie. Er war tödlich und besiegelte das Schicksal des Schiffes. Kapitän Danielson gab Alarm, da der Truppentransporter schnell voll Wasser lief und im Sinken begriffen war. Er befahl unverzüglich: "Alle Mann von Bord!" Durch den Torpedotreffer war die gesamte elektrische Anlage ausgefallen. Das ganze Schiff versank schlagartig im Dunkeln. Panik breitete sich aus. Die Detonation hatte etliche Männer getötet. Noch viel mehr waren ernsthaft verwundet worden. Einige wurden in den unteren Decks abgeschnitten. Andere wiederum waren durch die Explosion benommen und tappten hilflos im Dunkeln umher. Um das Chaos noch zu verschlimmern, war der Funkkontakt zu den 3 Begleitschiffen ausgefallen. So konnte kein Notsignal gesendet werden, um die 3 Küstenwachkutter zur Rettung der Schiffbrüchigen aufzufordern. Auch der Abschuss von Seenotraketen unterblieb als weitere Möglichkeit, die Begleitschiffe auf diesem Wege zu alarmieren. Die Schlagseite der Dorchester nahm immer mehr zu. Sie verhinderte schließlich das Aussetzen einiger Rettungsboote an der Backbordseite. Ins Wasser geschleuderte Rettungsflöße trieben ab, bevor sie von den Soldaten erreicht wurden. Bereits schwimmende Boote kenterten, weil sie mit Menschen überfüllt waren. Die Überlebenschancen in dem nur 1 Grad kalten Wasser waren minimal. In dem Moment, in dem das Chaos am schrecklichsten war, betraten 4 Männer zusammen die Bildfläche. Sie gaben Hoffnung, als jeder an Bord der Dorchester am Verzweifeln war, und sie spendeten Licht in der Dunkelheit.
Das waren vier Geistliche der US Army, die Lieutenants George L. Fox, ein Methodist, Alexander D. Good, ein jüdischer Rabbi, Clark V. Poling von der First Reformed Church und der römisch-katholische Pater John P. Washington. Schnell und leise mischten sie sich unter die Soldaten. Sie beruhigten die Ängstlichen, pflegten die Verwundeten und geleiteten die Umherirrenden zur Sicherheit. Augenzeugen dieser schrecklichen Nacht erinnerten sich an die vier Männer, wie sie für die Sterbenden beteten und die Lebenden ermutigten. Der Private, das ist ein Gefreiter, William B. Bettner, trieb im ölverschmierten Wasser und war umgeben von toten Körpern und Trümmerstücken. Er hörte Männer weinen, flehen und beten. Der Soldat erinnert sich. Zitat: Ich konnte auch die Geistlichen hören, wie sie Mut predigten. Ihre Stimmen war das Einzige, was mich aufrichtete. Zitat Ende. Petty Officer, das entspricht etwa einem Bootsmann, John J. Mahoney, versuchte in seine Kabine zurückzukehren, um seine Handschuhe zu holen, wurde aber von Rabbi Good daran gehindert. Er machte deutlich, dass ihn die kalte arktische Luft von 2 Grad Celsius beunruhigte. Good gab ihm seine eigenen Handschuhe mit der Begründung, dass er 2 Paare besitze. In der Rückschau wurde Mahoney bewusst, dass der Rabbi gar nicht 2 Paar Handschuhe besaß, sondern dass er sich bereits dazu entschieden hatte, die Dorchester nicht zu verlassen. Etwa um diese Zeit hatten die meisten Soldaten aus dem Inneren des Truppentransporters das Oberdeck erreicht. Die Geistlichen öffneten einen Lagerschrank und begannen Schwimmwesten an sie zu verteilen. Nachdem keine mehr da waren, zogen die Männer Gottes ihre eigenen Westen aus und gaben sie 4 jungen, ängstlichen Männern. Für den Überlebenden John Ladd, der diese selbstlose Tat beobachtete, war es das Edelste, was er jemals gesehen hat. Diese uneigennützige Handlung der 4 Geistlichen stellte eine der reinsten geistigen und ethischen Leistungen dar, die ein Einzelner vollbringen kann. Während sie ihre Schwimmwesten hergaben, rief Rabbi Good nicht nach einem Juden, Pater Washington nicht nach einem Katholiken und die Reverends Fox und Poling nicht nach einem Protestanten. Sie gaben sie ganz einfach dem nächsten Mann in der Reihe. Danach halfen die 4 so vielen Männern wie möglich in die Rettungsboote. Im Anschluss fassten sich die Geistlichen bei den Armen, stützten sich gegen das immer schräger werdende Deck und sprachen Gebete oder sangen Kirchenlieder. Überlebende hörten Worte in Hebräisch, die sich mit lateinischen oder englischen Gebeten vermischten, während die Dorchester am Untergehen war. Leuchtgranaten erhellten die ganze Szene. Der Bug des Truppentransporters hob sich, danach rauschte er in die eisige Tiefe. Das Letzte, was viele Überlebende von ihrem Schiff sahen, waren die 4 Geistlichen, wie sie für die Sicherheit der Männer beteten. Ein im Wasser schwimmender Überlebender schildert es so, Zitat: Sie hatten alles Menschenmögliche getan. Ich sah sie nie wieder. Ohne ihre Schwimmwesten hatten sie keine Chance zu überleben. Zitat Ende. Von den 902 Mann an Bord der USAT, United States Army Transport Dorchester, starben 672. Damit war der Untergang der schwerste Einzelverlust amerikanischer Streitkräfte aus allen amerikanischen Geleitzügen während des Zweiten Weltkrieges. 230 Männer überlebten. 133, einer verstarb später, wurden von dem Küstenwachkutter Escanaba und 97 von der Comanche an Bord genommen. Die Männer der Dorchester im Wasser waren so steif vor Kälte, dass sie nicht einmal die Rettungsnetze der Begleitschiffe ergreifen konnten. Die Besatzung der Escanaba verwendete dabei ein neues Rettungsmittel. Ein Besatzungsmitglied des Küstenwachkutters trug einen Schwimmanzug, schwamm zu einem der Opfer im Wasser, befestigte eine Leine an ihm, sodass es an Bord gehievt werden konnte. Die Schwimmwesten schützten nur geringfügig vor der eisigen Kälte. Ein Großteil der im Wasser treibenden Männer starb an Unterkühlung. Als die Nachricht vom Verlust der Dorchester die amerikanischen Küsten erreichte, war die Nation überwältigt vom Ausmaß der Tragödie und von dem heldenhaften Verhalten der 4 Geistlichen.
Durch ihre letzte Nacht auf der Dorchester gaben Reverend Fox, Rabbi Good, Reverend Poling und Father Washington ein bleibendes Beispiel außergewöhnlichen Glaubens, Mutes und Selbstlosigkeit. Am 19. Dezember 1944 wurde ihren nächsten Angehörigen in einer feierlichen Zeremonie in der Kapelle von Fort Myer das Distinguished Service Cross, das die zweithöchste Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der US Army, und das Purple Heart, also das amerikanische Verwundetenabzeichen, durch Lieutenant General, also Generalleutnant Brehon B. Somerville überreicht. 16 Jahre später, am 18. Januar 1961, wurden dem gleichen Personenkreis die einmalig geschaffene Fort Chaplain's Medal ebenfalls in Fort Myer verliehen. Dieser besonderen Medaille sollte das gleiche Ansehen und die gleiche Bedeutung wie der Medal of Honor, das ist die höchste militärische Auszeichnung der US-Regierung, zukommen. Die selbstlose Tat der Geistlichen zog noch weitere Kreise. Im ganzen Land wird bis in die heutige Zeit dem Andenken der vier tapferen Männer in mannigfaltiger Art und Weise Tribut gezollt. 1948 erschien eine Gedenkbriefmarke mit ihren vier Konterfeis. Das war für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich, denn auf Briefmarken durften nur US-Präsidenten 10 Jahre nach ihrem Tod geehrt werden. Am 3. Februar 1951 weihte in Philadelphia der damalige amerikanische Präsident Truman zu Ehren der vier Geistlichen die Kapelle Chapel of Four Chaplains ein. Mehrere Stiftungen wurden ins Leben gerufen, eine davon auf dem Luxusliner Queen Mary in Long Beach. Gründungsmitglieder waren die Familien der Geistlichen, die Überlebenden der Dorchester-Tragödie sowie 3 deutsche Besatzungsmitglieder von U-223. Über die ganzen Vereinigten Staaten verteilt findet man bunt bemalte Kirchenfenster und Denkmäler zum Gedenken an die vier Männer. 1988 wurde im US-Kongress einstimmig beschlossen, den 3. Februar jährlich als Four Chaplains Day einzuführen. In manchen Bundesstaaten werden an diesem Tag die Flaggen auf Halbmast gesetzt, zur Erinnerung an die gefallenen Geistlichen. Wir hoffen, wir konnten euch wieder eine interessante Geschichte vorstellen, die ihr noch nicht kanntet, sodass ihr was Neues erfahren habt. Das generelle Thema Marinefahrer fanden wir auch äußerst interessant. Allerdings ist es unserer Ansicht nach in Deutschland eher bisher stiefmütterlich behandelt worden. Wir planen deshalb eventuell ein Video über Marinefahrer der deutschen, britischen und amerikanischen Marine aus der Zeit der Weltkriege zu machen. So, das war's wieder mal. Wir sagen Danke, Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Marinekalender.